noch, als ich letzten Monat von der giftigen Spinne gebissen wurde und ins Krankenhaus musste? Ja, ich war ja vorher noch bei Target. Und wir machen jetzt den Haul. Zu der Frage, die keiner gestellt hat, ob das vorher alles in einer Tüte war, eventuell, ich es nur in zwei Tüten aufgeteilt habe, dass ich nicht arm wirke, vielleicht? Ich bin jetzt übrigens auch wieder in Deutschland, worüber ich sehr froh bin. Ja, das merkt man auch an der Stimmung hier. Also selbst dem Rasen wurde das hier too much. Na, so schlecht war der eigentlich gar nicht. Okay, als allererstes war ich Halloween-Sachen kaufen. Und zwar haben wir hier Sam. Ich liebe ja Halloween und wir machen ihn jetzt auf. Ich hatte übrigens auch vor, ihn an die Tankstelle zu stellen und dann jeden Tag so ein bisschen umzustellen bis Halloween. Also kommentiert mal, ob ihr die Idee gut findet. Ich glaube, das ist ganz lustig. So, vor allem für die Mitarbeiter, die das nicht wissen, dann kommen die und dann jeden Tag steht dann die Figur woanders. Chester, hilfst du mir? Ich brauche Hilfe, Leute. Chester muss mir helfen. Ich krieg's nicht auf. Gut, jetzt holen wir den Kleinen raus. Ich finde den tatsächlich sehr, sehr süß. Oh, der hängt da dran. Ah nein, Leute, ich habe jetzt keine Schere mit rausgebracht. Und das ist natürlich doof. Die Frage ist jetzt, wieso habe ich die Sachen nicht schon früher aufgemacht? Und das liegt an einem Grund. Und zwar dachte ich mir, ich soll es in einem Moment aufmachen, in dem ich nicht so glücklich bin. Und das ist halt jetzt wieder hier in Deutschland so. Ich bin gespannt, ob er wirklich das Gesicht darunter hat. Aber ich glaube, man kann das nicht aufmachen. Ich will ihn jetzt auch nicht kaputt machen. Oha. Oha, Leute. Ey, schau mal, wie krass. Ey, das war richtig schön gemacht. Wir fragen mal Chester, wie er ihn findet. Wie findest du den süßen? Chester findet ihn süß. Ja, ist doch schick, oder? Chester, der kommt bei meinen Eltern auf die Arbeit. Die freuen sich drüber. Die finden das schick. Und er hat auch noch Accessoires. Hier ist ein Beutel und mal schauen, ob da auch was drin ist. Und da ist nichts drin. Er ist leer. Aber das finde ich okay. Finde ich okay. Und dann noch sein Stab, falls ich den irgendwann mal rausbekomme. Das ist klebriger als die Haare von so manchen Leuten, die ich kenne. Ah, oh, schaut mal, es ist draußen. Ich habe hier immer, wenn ich so etwas sehe, das Bedürfnis, es kaputt zu machen, wisst ihr? Aber das soll ich jetzt nicht machen, das wäre keine gute Idee. Oh, das geht da rein, oder? Hallo? Ah, so, jetzt hat er das und sein Säckchen. Schaut mal, ist das sehr süß. Das bewerten Sie auf einer Skala von 1 bis Ente. Ihm gefällt's. Gefällt dir? Ja. Schick, ne? Ja, ist sie schick. Ich sehe, oh, Chester. Chester, das ist der neue. Als nächstes habe ich hier. Oh, das ist die Speisekarte von dem Restaurant, die ich mitgenommen habe. Aber keine Sorge, die konnte man mitnehmen. Also da. Hier, was man so alles bestellen kann. Aber das Restaurant war voll lecker. Ach, schau mal, jetzt kann ich Speisekarte lesen. Chester, was hättest du gerne? Was möchtest du bestellen? Was bestellen wir? Was bestellen wir? Oh, die Chester nicht reinbeißen. Das ist nicht zum Essen. Er will es essen. Als nächstes, etwas, worauf ich mich sehr freue, ein Horror-Mystery-Bag. Aber das machen wir als letztes auch, weil ich mich darauf am meisten freue. Zuerst kommen diese Teile dran. Nach denen habe ich tatsächlich gesucht. Kennt ihr Mini-Brands? Das sind auch so Mystery-Bags, aber aus denen kann man was selbst basteln. Wie basteln jetzt Mini-Essen? Ist es essbar? Nein. Hat es die perfekte Größe, die Nachbarn abzuwerfen? Nein. Nein, hat es nicht. Zuerst muss ich es aufbekommen und ich bin ja keine Person, die Sachen so schick aufmacht, sondern die Sachen so aufreißt. Als ich ein Kind war, wollte meine Familie immer das Verpackungspapier behalten, wenn ich die Geschenke aufmache. Und ich habe die Geschenke halt immer so komplett zerstört und das Papier sah danach aus wie Konfetti. Also, schaut mal. Da ist einfach noch eine Leute. Nee, jetzt habe ich die erste Lage auf. Chester, komm her. Hilf mir, das aufzumachen. Hilfst du? Leute, was soll das? Ihr könnt es halt wahrscheinlich wirklich besser als ich. Okay, hier ist es. Und hier sind die ganzen Sachen. Und daraus soll jetzt ein Mini-Essen entstehen. Das soll man zuerst lesen. Ich habe hier das Bedürfnis, es nicht zuerst zu lesen. Aber ich glaube, man soll es machen. Ach, das schaffen wir auch so. Okay, da steht eigentlich nur drin, dass alles, was ich machen wollte, falsch war. Gut, man soll Handschuhe tragen und Schutzbrille. Das gehen wir jetzt holen. Ich besitze keine Schutzbrille, aber ich würde jetzt was sagen, das passt, wenn es dann gleich an den Rest geht. Außerdem kann ich auch noch schnorcheln. Aber erst beim Aufmachen brauchen wir das noch nicht. Aufmachen können wir erst ganz normal. Ich bin gerade überlegen, was das erste Päckchen ist. Und ich habe keine Ahnung. Ich mache jetzt einfach mal das als erstes auf. Und hier ist ein Tray. Mhm. Ihr könnt ja mal raten, was es sein könnte. Hier drin ist... Okay, okay, cool. Komm raus.
Hier ist eine Zange, also so Tweezers. Und auch etwas. Ich schätze mal, dass hier das Hauptding drin ist. Und okay, es ist... Süßes, das sind Mini-Erdbeeren. Oh, Leute, wenn das so Schoko-Erdbeeren sind... Oh, ich meine, die sind ja nicht essbar. Das ist nur zur Deko. Das wäre richtig cool. Okay, und hier drin ist... Beste Schokolade. Es sind Schoko-Erdbeeren. Das Ding ist, ich habe immer noch keine Ahnung, wofür das Teil ist. Hä, eigentlich soll da ein Löffel dabei sein, aber da ist kein Löffel dabei. Ich glaube, die haben das aus Versehen reingemacht anstatt dem Löffel. Ey. Okay, ich habe den Löffel gefunden. Hier ist der Löffel. Schau mal, wie süß der ist. Ich mag ja kleinen Löffel. Ich mag ja großen Löffel nicht. Also ist das super. Hier ist unseres. Und das machen wir jetzt. Und am Schluss soll es so aussehen. Ganz professionell. Eigentlich muss ich die immer noch nicht aufmachen, weil die muss ich erst aufmachen, wenn ich den Resin aufmache. Leute. Okay. Die Handschuhe brauche ich ja auch erst gleich für den Rest. Erstmal die Erdbeeren aufmachen. Oh, die sind so süß, zeig euch das. Die sind so süß. Ich lieb's. Aber ich bringe jetzt erstmal Chester rein, dass ihr den Resin nicht einatmet. Chester ist drin, es kann losgehen. Hier kommen sie drauf. Bevor man den Resin aufmacht, soll man ihn zwischen den Händen so aufwärmen. Das passt jetzt zu mir, weil ich jetzt so ein... warmherziger Mensch bin. Also manchmal, wenn es um Tiere geht. Eigentlich nur, wenn es um Tiere geht, aber egal. Und hier ist... Oh, das ist weiße Schokolade. Also das soll weiße Schokolade sein. Ich mag weiße Schokolade nicht. Ach, nee. Aber okay. Ist jetzt nicht weiter schlimm. Ist halt so. Gut, jetzt dippen wir die... Okay, das funktioniert nicht. Ah, es war umrühren. Hier seht ihr es. Jetzt kommt die allererste Erdbeere rein. Leute, nein, nein. Nein, Leute, meine Sachen fliegen hier gerade weg. Okay, ich habe dafür nicht genug Geduld. Irgendwie funktioniert das nicht. Meine Sachen fliegen wieder durch die Gegend. Meine Target-Tüte fliegt weg. Eigentlich müsste ich sie ja finden, weil sie ist ja das Target. Das wird einfach schon hart. Okay, das passt jetzt so. Es muss so passen. Es funktioniert nicht. Bei der ist es fast okay. Leute, mir ist die einfach reingefallen. Die sieht wohl gut aus. Also es wird besser. Ah, da ist so eine, die hat fast gar nichts. Die bekommt jetzt ein bisschen mehr. Nein, Leute, ich hab's umgeschmissen. Das eskaliert hier gerade richtig. Also mit dem Löffel habe ich gerade ein Problem. Das ist halt schon komplett hart. Jetzt noch ganz schnell den Löffel drauf. Okay, Leute, es ist fertig. So sieht es aus. Jetzt müssen wir es trocknen lassen. Findet ihr, es ist uns gelungen oder nicht? Wenn ich ehrlich bin, sahen die Erdbeeren der Packung besser aus. Wir basteln jetzt Miniaturessen von Miniverse. Habt ihr gesehen, wie das gerade gelandet ist? Richtig krass. Ich dachte, ich brauche mehrere Versuche dafür. Erstmal hochreisen. Ich hoffe, ihr liebt es, wir haben was richtig Cooles. Okay, da kommt übrigens die ganze Zeit so eine Babyspinne auf mich zugeklettert. Leute, ich schwöre, die Spinne, die mich gebissen hat, schickt ihre Babys nach mir. Die denkt sich, ich brauche noch eine Runde. Oh, Leute, das ist ein Tisch. Schau mal, der ist voll süß. Okay, der ist echt richtig süß. Einfach ein Mini-Tisch. Freunde, das sind so viele Päckchen. Ich hoffe mal, wir bekommen das heute fertig. Tisch und... Nee, das ist okay. Ich finde das lustig für uns beide. Gut, das haben wir ja gerade schon gelesen. Womit fangen wir an, Leute? Womit fangen wir an? Wir schauen mal, welche Utensilien wir bekommen. Welche Utensilien wir bekommen? Oh. Oh. Leute, ich glaube, es ist wahrscheinlich Kuchen oder so. Oder Pizza. Kuchen wäre richtig. Oder ich hoffe, es ist Kuchen, weil das ist so ein Kuchen. Wisst ihr? Und dann wieder das. Okay, als nächstes mache ich das auf. Oh. Keine Ahnung, was das ist, aber das ist... Ich glaube, das... Okay, es ist irgendwelche gebackenen Süßigkeiten. Also wahrscheinlich irgendwas Bäckereimäßiges. Vielleicht muss ich das noch aufbekommen. Ich habe jetzt keine Schärfe hier, aber es geht halt wirklich nicht auf. Okay, ich benutze jetzt den Mini-Spachtel, um das aufzubekommen. Es müsste härtere Geschütze gefahren werden. Das funktioniert sogar. Ich habe immer noch keine Ahnung, was das ist. Das nächste müsst ihr als erstes reinschauen. Was ist das? Ist das... Das ist so ein Trash, schaut mal, der ist voll schön. Also, oh, Leute, wir bekommen es heute definitiv fertig. Oder doppelt fertig, weil... Jetzt sind es ja... Dann das hier soll man kühl aufbewahren. Oh, das ist das Resin. Coffee, Kaffee. Okay, Kaffee-Resin. Okay, interessant. Und? Das ist ein Kuchen. Das ist so Tiramisu-Torte. Man kann das natürlich nicht essen. Das ist ja aus Resin und so. Aber ja. Und? Leute, das ist so voll was, was mir gefallen wird. Das sind so Schokoladenkörner. Ich habe. Oh mein Gott. Wir holen den Kuchen jetzt erstmal raus. Ich weiß nicht, wie sehr ich mich gerade freue. Meine Frage ist jetzt, soll man den auch da drauf kleben oder... Aber wofür das ist, weiß ich immer noch nicht. Wir schauen. Vielleicht finden wir es ja hier. Oh, da gibt es so coole Sachen. Das ist es.
Oh, da ist irgendwie noch ein Teil drin, das habe ich nur weggeschmissen. Ach so, Leute, das ist nur das, was man braucht. Nur das kommt drüber, jetzt ergibt es auch Sinn. Okay, also irgendwo habe ich jetzt ein Teil weggeschmissen, das müssen wir jetzt suchen. Oder war das das hier? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Die Unterlage fehlt. Okay, wir haben keine Unterlage. Es funktioniert als Unterlage. Das soll jetzt da herumgehen. Schaut mal, es ist perfekt, wenn sich jetzt eine Person wegen dem Knick hier beschwert. Na, jetzt ist es Zeit, Freunde. Okay, erstmal kurz den Resin wieder aufwärmen. Ich komme mir gerade vor wie so ein Bösewicht in einem Zeichentrickfilm. Also diesmal soll es ja einfach gehen. Ich lasse es einfach so drauf düsen und dann mache ich die Schokoladenlocken drauf. Das bekommen wir hier. Mal schauen, wie der Resin aussieht. Sieht aus wie die Kaffee halt. Das soll jetzt eigentlich da drauf laufen. Es hat keinen Bock. Es ist faul. Genau wie ich. Aber dann passt es wenigstens zu mir. Aber wir haben ja ein Spachtelgerät. Und mit dem Spachtelgerät verteilen wir das jetzt. Mal rausholen. Nein, Leute, es ist nebendran. Nein. Jetzt soll das da drauf, aber es trocknet wieder viel zu schnell. Freunde, das ist nicht gut. Wir brauchen ganz, ganz schnell Schokoladenlocken. Leute, wir sind zu langsam. Und ich schmeiß sie einfach. Das sind viel zu viel, Leute. Ich drücke jetzt einfach da rein. Wir hoffen einfach. Ich glaube, es gibt nicht viel Hoffnung hier. Die Hälfte ist einfach denen dran gefallen. Die muss ich jetzt einfach. Es ist voll schwer, die mit den Handschuhen aufzunehmen. Und sie. Und nein, Leute, die Schokolade klebt an meinem Handschuh. Aber ich habe hier auch die Tweezers. Oha, Leute, jetzt klappt es. Ah. Ich zeige euch gleich den ganzen Tisch. Er ist eigentlich voll gut gelungen. Und er ist fertig. Tada! Und da ist zwar ein Löckchen nebendran gefallen, aber das ist egal. Es ist gut. Es ist gut, so wie es ist. Es muss nicht perfekt sein. Ich find's toll. Kommentiert mal, wie viele Enten würdet ihr dem geben? Das wäre das Coolste, was du deinem ganzen Leben jemals gesehen hast. Wir machen jetzt Mini-Deko. Ich hoffe, da ist eine Schildkröte drin. Also das sind teilweise auch so Aquarien und so Sachen und, nicht, und Pflanzen und so. Und ich hoffe eine Schildkröte. Ich will eine Schildkröte, Leute. Es muss die Schildkröte sein. Die gehen viel schneller auf. Hätte ich das voll viel drin. Die anderen klangen ein bisschen leer, also die mit dem Essen. Leute, das Einzige, was ich hier abkratze, ist nicht das, die Verpackung, sondern mein Nagel. Aber egal, das sieht sowieso schon grausam aus. Was ist das? Jetzt ist das hier in der Mitte dazu. Schau mal, das sieht an sich schon richtig cool aus. Und jetzt machen wir es auf. So rum sollte man es nicht aufmachen. Da ist dann wahrscheinlich das Hauptteil drin. Die haben wir uns ja schon durchgelesen. Hier ist, okay. Bienenwachs in Rosé. Ich schätze mal, es wird eine Kerze. Wir schauen mal. Hier ist noch ein Päckchen. Dann, ich weiß jetzt gerade nicht, was das ist. Schau mal, der Tray ist richtig schön. Schau mal, erinnert mich so ein bisschen an den Boden in der Schule, so den Boden beim Sportunterricht. Ist da eine Bedienungsanleitung dabei oder? Wie mache ich das? Ist das einfach, ich habe keine Ahnung. Soll ich das einfach nur draufstellen? Okay, bin ich ein Streber und habe mir das alles durchgelesen? Ja. Tue ich so, als hätte ich es mir nicht durchgelesen, als wäre ich kein Streber? Ja. Herr Sunny, das ist so süß. Ihr dürft zuerst schauen, ich schaue nicht. Ihr schaut. Mir sagt ihr, was drin ist. Die Leute, was ist drin? Es wird eine Kerze. Da ist der Dingensgedöns da für die Kerzen. Es sind zwei Kerzen sogar. Oha. Da ist die Schildkröte. Das ist noch eine Schildkröte. Aber okay. Okay. Schauen wir mal, was hier drin ist. Schau, wie süß. Da kommt es dann raus. Schauen wir mal. Ich habe aus meinen vorherigen Fehlern gelernt. Ich mache das zuerst auf. Dann muss ich das nicht mit den Handschuhen aufmachen. Oha, das war sogar eine gute Entscheidung. Die sind nämlich nochmal eingepackt da drin. Leute, ich habe keine Geduld für sie. Das will mich doch verkackeiern. Da sind sie. Wir machen uns bereit. Ich weiß, wieder richtig stylisch unterwegs. Meine Handschuhe liegen auch bereit. Und wir wärmen wieder den Resin. Okay, okay, Freunde. Wir sind bereit. Oh, das ist nochmal verschlossen. Okay, es ist offen. Es kommt einfach nicht raus. Es kommt halt echt nicht raus. Ich glaube, es gibt heute nur eine Kerze. Leute. Leute, hier ist die erste. Ganz schnell die zweite machen. Aber wir haben ja gerade eben gelernt, das trocknet schneller als alles andere. Es kommt halt gar nichts raus. Ich glaube, das bringt nichts. Also wer auch immer das erfunden hat, hat das nicht gut durchdacht. Vielleicht soll ich es überfahren. Vielleicht kommt es dann raus. Da ist jetzt so viel rausgekommen. Ich mache das hier schon mal rein. Dann haben wir wenigstens schon mal etwas. Es ist eine leere Kerze. Jetzt klebt es einfach nur so fest. Und wir müssen das überfahren, Leute. Ich nehme jetzt meinen Fuß. Ich glaube, es ist fertig. Es ist nicht schön. Die zweite Kerze ist halt ein bisschen hässlich. Aber das ist okay. Wofür das ist, weiß ich immer noch nicht. Aber hier ist die Kerze und das
Glas. Ich zeige euch jetzt auch mal alles. Hier ist unsere Kerze und hier ist unser Desserttisch mit Kuchen und weiße Schokoladenerdbeeren. Als letzte Sache, die wir noch bei Target gekauft haben, haben wir die Horror Mystery Bag. Und ich freue mich am allermeisten darauf. Ich liebe ja Horror und ich liebe Halloween. Das, was da drin ist, soll über $25 wert sein. Das hat, glaube ich, $10 oder so gekostet. Wollt ihr wieder als erstes reinschauen? Was ist das? Ich schau einfach mal ein paar Sachen raus. Rick and Morty Coasters. Oha. Das ist cool. Aber da sind dort zwei drin. Ja, aber das ist cool. Ich weiß nicht, inwiefern das Horror ist, aber okay. Also es sind so Getränkeuntersteller. Schaut mal von Adult Swim. Kennt ihr den Trend noch? Als nächstes. Ich freue mich dezent, haben wir. Ich habe einfach zwei Sachen rausgeholt. Ich schaue mir das nicht an. Socken. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wovon die Socken sind. Also falls es irgendjemand von euch kennt, dann schreibt mir mal, woher man das kennt. Das ist cool. Ich mag Socken. Die haben da hinten so Pompons. Ah, ist hier was rausgefallen. Habe ich das wieder reingemacht? Oh, nein. Hier ist es. Das ist so ein Brillen-Ding von Rick und Morty. Das Ding ist, ich bin ja Kontaktlinsenträger und ich habe seit Jahren nicht mehr meine Brille angehabt. So, ich ignoriere das. Ich trage nur Kontaktlinsen und jetzt bekomme ich sowas, was mich an meine Brille erinnert. Ja. Aber ich kann eine Sonnenbrille reinmachen. Aber es ist jetzt nicht Horror. Davor habe ich mir jetzt was anderes vorgestellt. Noch eine Sache ist drin. Die Sache muss jetzt richtig cool sein. Oh, okay. Es ist ein Pen. Okay, ja, es ist, was es ist. Am allercoolsten fand ich die Socken, aber $25 weiß ich jetzt nicht. Kommentiert mal, was ich mit den Sachen machen soll. Also die Socken werde ich auf jeden Fall selbst anziehen, weil ich liebe Socken, aber was ich damit machen soll. Ich bin jetzt nicht die Einzige, die das Sci-Fi und Horror sieht, oder? Weil Horror? In der Horror versteht ja jeder, glaube ich, was anderes. Ich verstehe darunter zum Beispiel Familienausflüge. Nur ein Scherz. Aber ja, unter Horror habe ich mir halt sowas vorgestellt. Also wie Sam, den wir ausgepackt haben. Oder Schule. Oder damals früher mit den Nachbarskindern was unternehmen. Ja, das war Horror. Eigentlich generell so unter Menschen gehen. Kommentiert 7 Enten, um zu beweisen, dass ihr das Video bis zum Schluss geschaut habt. Abonniert und bis zum nächsten Mal.